Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wollte ich mit euch gemeinsam versuchen, endlich mein Teenie Violettas Zukunft Sticker-Album vollständig zu bekommen. Denn hier fehlt mir nur noch ein Glitzer-Sticker. Und dafür habe ich mir einmal eine komplette Box besorgt. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Und ich wollte euch hier nochmal die Box zeigen, denn ich bin mir nicht genau sicher, ob das eine Original ist. Also sie sieht auf jeden Fall original aus, aber wegen der Verpackung, die Folie ist einfach so komisch. Oder ob ich schon lange keine mehr von den Boxen aufgemacht habe und das jetzt so komisch für mich rüberkommt, weil ich so viel Pokémon aufgemacht habe, kann natürlich auch sein. Weil bei Pokémon-Sets ist die Folie eher so ähnlich wie Frischhaltefolie und das eher wie eine Plastikfolie, aber ich würde sagen, sieht auf jeden Fall relativ echt aus, die Box, und ich glaube nicht, dass sich jemand Mühe machen würde, sowas zu faken, weil das ist ja jetzt nicht wie Pokémon oder so, dass sie viel wert sind, und deswegen würde ich sagen, machen wir die jetzt einmal auf. Falls die fake ist, werden wir das ja noch sehen, aber ich denke mal nicht, nur die Verpackung sah halt sehr komisch aus für mich. Und hier haben wir jetzt einmal die ganzen Sticker-Packs. Und ich würde mal schauen, wie viele wir überhaupt aufmachen müssen. Ich hoffe ja, dass wir den Sticker heute finden, weil wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Sticker-Packung. Und da muss er jetzt eigentlich endlich mal drin sein, weil wir schon etwas länger nach diesem Sticker suchen. Aber ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange und wir fangen einfach mit der ersten Tüte an. Und da das ein Glitzersticker ist, würde ich sagen, gehen wir die Packung einfach etwas schneller durch. Da war jetzt leider keiner bei. Falls ihr die Videos sehen wollt, wo ich die Sticker einzeln zeige und auch mit Namen etc. Ich glaube zumindest, dass ich damals auch die Namen bei dem einen Video gemacht habe. Gesagt habe, wo ich das aufgemacht habe, wenn nicht eher bei den Kartenvideos. Aber sonst könnt ihr die gerne anschauen. Oder in irgendeinem anderen Video werde ich höchstwahrscheinlich auch mal die Namen gesagt haben, falls ihr die nicht kennt. Aber ich denke mal, wenn ihr die Videos schaut, dass ihr zumindest die Hauptcharaktere kennt, also Violetta und so von dem von der Serie. Und das sind jetzt einfach noch ein paar neue Charaktere vom Film, aber ich denke mal, dass den Film auch fast alle, die Violetta mögen, gesehen haben. Ihr könnt ja mal auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass ich, also ich hatte die Idee, dass ich auf eure Violetta-Sammlung reagiere. Aber wartet mal, hier haben wir einen Glitzersticker. 168, den haben wir leider schon, dass ich auf eure Violetta-Sammlung reagiere. Da hätte ich auf jeden Fall richtig Lust zu. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch dazu Lust habt und ob ihr da mitmachen wollt. Also ob ihr überhaupt noch eine Violetta-Sammlung habt, wäre interessant. Und es ist halt auch interessant zu sehen, was die anderen so haben, weil es gibt ja so viele Violetta-Sachen. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, weil ich habe immer wieder noch Sachen entdeckt bzw. gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe, so wie letztens. Hier haben wir wieder einen Glitzersticker, die 76, die haben wir auch schon. Das kennt ihr vielleicht auch schon aus dem Haul, falls ihr den gesehen habt, wo ich ein paar Violetta-Sachen gekauft habe. Also ich muss die Sticker gleich nochmal vergleichen mit den anderen, weil entweder sind die echt schlecht abgeschnitten oder es könnten vielleicht doch Fake-Sticker sein. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand das faken würde. Ja, auf jeden Fall könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu Lust habt. Oder sonst könnt ihr auch gerne Video-Ideen in die Kommentare schreiben, falls ihr sagt, dazu hätte ich auf jeden Fall Lust, das zu sehen, oder auf sowas hätte man Lust, auf so ein Projekt wie
sag ich mal, auf die violette Sachen zu reagieren. Vielleicht ist ja noch was anderes, worauf ihr Lust habt. Bis jetzt sieht's nicht gut aus, würde ich mal sagen. Also wir hatten ein paar Glitzersticker schon, aber die hatten wir ja leider alle schon. Nicht, dass es wieder so wird wie letztes Mal. Da hatten wir in einem Video von der dritten Staffel, meine ich, oder zweiten, gar keinen einzigen Sticker von denen, die wir gesucht haben. Das war schon echt schade und da fehlten mehrere Sticker, also auch nicht nur Glitzersticker, sondern auch einfach normale Sticker. Oh, hier haben wir wieder einen Glitzersticker, aber den haben wir schon, das weiß ich schon vom Aussehen, und zwar 180. Falls ihr übrigens auch Wünsche habt, nicht nur violetter Videowünsche, sondern allgemein irgendwelche Videowünsche, könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben. Da bin ich immer sehr offen. Oh, hier haben wir wieder einen Glitzersticker. 115 haben wir auch schon. Man kann sich ja alles wünschen und Ideen vorschlagen. Und vielleicht ist der Vorschlag so gut, dass ich den auch machen werde. Also ich werde jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Videos machen, worauf ich keine Lust habe. Das ist natürlich klar, weil das ist ja eigentlich blöd, wenn man keine Lust darauf hat. Und das noch ein Glitzersticker. 39 und das dann einfach macht. Das könnt ihr hoffentlich auch verstehen, aber ich denke mal, bis jetzt war das noch nie so der Fall. Also ich habe auch schon mehrere, ein paar Videos vorgeschlagen und die Ideen waren auch richtig gut. Die eine Idee fand ich auch richtig gut, nur leider bin ich dazu noch nicht gekommen, 115. Aber es war auch was mit Violette, das habe ich mir aufgeschrieben und das werde ich auch nochmal machen, wenn ich Zeit habe. Die Zeit ist halt immer das Problem für größere Videos, also zum Beispiel bei Sticker Openings, da braucht man jetzt nicht so viel Zeit und Vorbereitung wie bei anderen Videos, wo man vielleicht Informationen für braucht und sowas. Und Sticker Openings sind auch einfacher zu schneiden als Vlogs und so, deswegen manche Videos sind halt zeitintensiver oder zeitaufwendiger eher. Aber bis jetzt sieht es echt nicht gut aus. Also wir haben hier noch ordentlich Sticker drin, aber ich hoffe einfach mal, dass wir es jetzt vollständig bekommen. Weil ich habe natürlich auch schon mal im Internet geschaut, manche Leute verkaufen ja die Sticker einzeln. Ob es den Sticker da auch gab, also ob es den gibt zu kaufen, aber der wird auch nicht verkauft. Und am liebsten möchte ich das halt, wie gesagt, selber öffnen, weil es macht ja auch Spaß, die ganzen Tüten zu öffnen und dann zu sehen, was da drin ist. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr überhaupt, also ob ihr euer Stickerheft komplett bekommen habt. Da ich einige kenne, die das auch noch nicht komplett haben, oder ob ihr auch schon wie andere aufgegeben habt zu sammeln, das würde mich mal interessieren, weil das ist ja eigentlich schon so irgendwie, dass immer dieser ein Sticker fehlt. Das habe ich bei meinen anderen Heften auch, dass ein oder zwei Sticker immer fehlen und man die irgendwie gefühlt nie bekommt. Hier sieht es wieder aus, als wäre hier ein Glitzersticker drin. Und hier haben wir einmal ein 183, haben wir aber leider auch schon. Es ist nicht der dabei, der uns fehlt, leider. Oh, hier haben wir auch schon den nächsten. Das ist Rocco 41, die haben wir aber leider auch schon. Ein erneuter Glitzersticker, den hatten wir vorhin schon, den haben wir aber auch schon.
Das ist auch irgendwie, immer bekommt man die Glitzersticker, die man schon hat, habe ich das Gefühl. Also nie den, den man noch braucht. Und vorher hat man dann höchstwahrscheinlich genau den Sticker die ganze Zeit gesucht und nie bekommen. Und jetzt bekommt man den andauernd. Und die Box leert sich auch schon so langsam. Ich hoffe einfach, dass wir den Sticker noch finden. Weil es gibt auch kaum noch solche Sticker zu kaufen. Zumindest in Online-Shops. Also höchstwahrscheinlich kauft man die nur noch gebraucht. Weil es ist ja auch schon etwas länger her, wo man die... Früher konnte man die halt noch im Kiosk auch noch kaufen. Aber da der Film ja schon länger her ist, kann man es leider nicht mehr. Und in den Internet-Shops werden die auch immer weniger. Hier haben wir einen Sticker, 128, den haben wir leider auch schon. Oh, hier haben wir wieder einen Glitzer-Sticker. Und hier haben wir einmal Kayo. Die 87, die haben wir aber leider schon. Und jetzt nähern wir uns auch schon den letzten Stickertütchen. Viele haben wir nicht mehr da drin. Und ich glaube, es sieht auf jeden Fall sehr schlecht aus, dass wir den Sticker noch bekommen werden. Aber ich hoffe einfach mal. Und hier haben wir noch einen Glitzersticker. Tini und Kayo, den hatten wir ja vorhin auch schon, 128. Und noch ein Glitzersticker. Und den hatten wir auch schon. Das ist übrigens die 39. Und ein weiterer. Höchstwahrscheinlich wieder einen, den wir schon haben. 88, wieder mit Tini und Kayo. Und dann haben wir auch nur noch 4 Stück übrig. Und hier haben wir noch einen Glitzersticker. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück oder auch nicht. Und zwar haben wir hier wieder einmal Rocco. 41. Und dann sind wir auch schon beim vorletzten Stickertütchen angekommen. Und hier haben wir einen Glitzersticker, einmal Teenie. Die Nummer 6, die haben wir leider schon. Die 59 war bis jetzt noch nicht dabei. Und das hier ist auch schon das letzte Tütchen. Und hier ist kein Glitzersticker drin. Und damit ist die Packung leer. Und wir haben damit alle Tüten geöffnet. Ich hätte ja jetzt am liebsten gesagt, und jetzt kleben wir den allerletzten Sticker in unser Stickerheft ein. Allerdings ist das leider nicht möglich, denn wir haben die 59 leider nicht gefunden. Und das Ganze geht in die nächste Runde, wenn überhaupt. Denn die Sticker sind, wie gesagt, nicht so leicht zu kaufen mehr. Und... um keine weiteren violette Videos zu verpassen oder um vielleicht irgendwann mal das Video zu sehen, wo wir den letzten Sticker finden, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.